Hallo, hallo Freunde, chinesische Unterhaltungselektronik. Ich habe mal wieder so eine, naja, wie nennt man das, Fake-Konsole für euch, also gefaked mehr in der Optik. Ich hatte so eine schon mal vorgestellt. Die haben alle verschiedene Namen, aber es gibt da immer so Gemeinsamkeiten und daran erkennt man dann, worum es sich genau handelt. Die hatte ich schon mal vorgestellt, das ist schon eine Weile her, ich glaube ein halbes Jahr. PMP im Schriftzug der PSP sollte, man sieht es eigentlich auch schon in der Optik, sich hier natürlich an der PlayStation Portable eben anlehnen. Aber da steht dann hier auch irgendwo, das ist die X6, glaube ich, ohne Großherstellername. Aber daran erkennt man halt, dass es alles eine Serie ist, dass es Weiterentwicklungen gab und das hier ist nämlich die X12. Es gibt auch noch eine X3 oder so. Wollen wir uns praktisch heute die, naja, abgegradete Variante der X6 anschauen? Wie sich mit der Leistung verhält, dass da Games installiert sind. Und ich habe das Ding im Übrigen von Funny Root bekommen. Kann ich euch unten mal verlinken, zumindest den Shop, weil nachdem ich es bekommen habe, war das Produkt auch direkt ausverkauft. Das ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Aber vielleicht finde ich die Konsole noch woanders, falls sich jemand dafür genau interessiert. Nun erstmal das Intro und dann schauen wir uns die Maus näher an. Viel Spaß. Wunderbar. Wenn ich das rauskriege, kann ich euch ja das Video nochmal zu der X6 verlinken und nun zu der X12. Ach, hier steht sogar X12. Irgendwo steht es da immer drauf, jetzt hier ganz klein, ansonsten immer dann bei den Barcodes. Da findet man immer die eigentliche Bezeichnung. Ob da jetzt PMP-Spiel steht oder hier Pow Kitty und so ein Quatsch, das ist dann alles, das sind dann irgendwelche erfundenen Marken. Was wir allerdings hier sehen, es gibt offensichtlich, naja, zumindest verschiedene Speicherausbaustufen, 4 GB, 8 und 16 GB Festspeicher. Was das ist, weiß ich nicht. Ich würde mal vermuten, die Farbe. Ich habe, das. Aber wir können daraus schon mal lernen, dass das hier dann eventuell schwarz heißen könnte, weil nämlich meine Konsole in schwarz ist. Wir sehen, die ist recht groß und schwarz. Ja. Also auch das Display ist ziemlich groß. Hier die Rückseite, die ist dann auch sehr interessant gestaltet, so mit den Symbolen. Und hier zwei Lautsprecher, hier ist eine kleine Kamera, die nicht funktioniert, Aufkleber. Pow Kitty, also ich gehe mal davon aus, dass die Marke nicht existiert, aber was dann eben bei solchen Geräten interessant ist, ist die Modellnummer. Eigentlich kann man fast mal auf die Marke verzichten, aber eben X12. Das sagt uns dann aus, worum es sich tatsächlich handelt. Ich gehe mal davon aus, dass es auch noch PMP X12 und U-Konsole X12 gibt, aber die Modellnummer. Die Modellnummer ist wichtig. Hier oben nochmal kurz gezeigt, Power-On-Taster, Hold, ich weiß nicht genau, wovor der jetzt war, ich glaube, um die Tasten dann zu sperren. Hier Mikrofon, wofür man das auch immer benötigt, Plus, Minus, da kann man dann die Lautstärke regeln. Auf der unteren Seite hat man auch einiges. Wir haben USB-Anschluss, weil interner Akku laden, natürlich TV-Out. Hier mit einem Klinkenkabel, das geht dann, glaube ich, auf Cinch und daneben noch ein Kopfhörerausgang, ein Reset-Button, den braucht man vermutlich nur, wenn das Ding mal komplett abkackt. Und daneben noch SD-Kartenschacht, weil wir nämlich hier mit dem Ding nicht nur zocken können. Das ist gleichzeitig noch so eine Art Multimedia-Gerät, um Videos wiederzugeben, um Fotos aufzunehmen und Musik abzuspielen und eben nebenbei dann auch zu zocken. Schön, schaut man es mal an und sieht man hier LED, eine kleine rote, sagt uns jetzt halt, ne, dass das Ding halt eingeschalten ist. Wir können ja mal schauen, was es hier noch dazu gibt, aber das war da nicht so viel. Witzigerweise ist aber dennoch ein Headset dabei und im Übrigen auch hier im 3,5 mm, naja, nicht 2,5 mm. Und ist eigentlich, glaube ich, gar kein richtiges, nee, ist kein richtiges Headset, sind ja Kopfhörer. Dann gibt es hier noch einen USB-Kabel, USB-Mini im Übrigen, um es halt zu laden und noch eine kleine Gebrauchsanweisung, die ist vermutlich nur auf Chinesisch. Ja, nur Chinesisch, aber das ist eigentlich auch egal, weil das ist alles selbsterklärend. Und die Konsole habe ich auch schon gestartet. Ja, wunderbar, da sehen wir das jetzt hier. Schön großes Display. Da ist schon eine Display-Schutzfolie drauf, die lasse ich jetzt hier auch drauf, sieht man hier an der Ecke. Wenn die verschlissen ist, kann man die sich runter machen und da hat man wieder ein schön neues Display. Gut, gehen wir das ja alles mal so ein bisschen durch. Und falls sich jemand die auch kauft und aus Gründen der chinesischen Beschriftung und aus Symbole sich gerade dieses Video anschaut, werden wir als allererstes mal die Sprache umstellen, weil tatsächlich Auslieferungszustand ist hier in chinesischer Sprache. Ihr könnt aber anhand der Symbolik, die ich jetzt antipse, im Prinzip das alles nachmachen und dann euer Gerät ebenfalls umstellen. Bestätigen mit B, zurück mit A. Ganz einfach. Also Einstellungen, beziehungsweise auf Chinesisch steht halt irgendwas Chinesisches dann drunter, aber auf das Rädchen wechseln mit dem D-Pad. Dann ganz runter. Ich habe das im Übrigen hier auch nur anhand der Symbolik dann rausbekommen. Sprachunterstützung, da ist nämlich drunter ein kleines Symbol mit LAN für Language drauf. Und jetzt kann man sich hier alles schon aussuchen. Gut, jetzt haben wir also die Konsole auf Deutsch umgestellt und können endlich, weil es halt auch lesen, nicht wahr? Rechts oben haben wir noch eine Batterieanzeige, hier dann die Uhrzeit, wenn wir es eingestellt hätten. Und hier haben wir halt drei Desktop-Seiten und das ist eben die erste. Die Tasten, das ist eben halt typische Konsolentasten, ne? Hier halt Y, X, A und B. Hier aber das D-Pad, hier nochmal zwei Analog-Sticks.
die können wir hier im Menü auch verwenden, zumindest den linken. Da haben wir hier so eben einige Multimedia-Funktionen, die können wir uns ja ganz kurz anschauen. Hier mal Video, also ein Videoplayer, Musikplayer, Fotogalerie, eine Sekundenuhr, ich denke mal, es ist eine Stoppuhr. Hier Aufnahme, wir haben ja festgestellt, dass wir ein internes Mikrofon haben. Browser, klingt jetzt, als hätten wir hier im Internetbrowser. Das ist aber kein Browser, das ist ein Dateimanager. Hier ein E-Book-Reader, Einstellungen waren wir gerade, DV, kann man ein Video drehen und die Kamera benutzen, Video beziehungsweise ist ja auch eine Kamera, aber hier habe ich halt immer nur einen weißen Bildschirm, ich habe auch schon Testfotos gemacht, kann ja auf den internen Speicher speichern, aber die sind dann demzufolge auch weiß, mein Kameramodul hier defekt, ob das ein Serienfehler ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass bei, ich habe es bisher gar nicht erwähnt, 44 Euro hat sich bei Funnyroot gekostet, die Konsole, das ist ja nur kein Preis, da wird die Kamera sehr, 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 sehr räudig sein, deshalb ignorieren wir die, aber es sind hier schon Videos auf der Konsole vor installiert, spielt gerade ab. Die Übersetzung ist mäßig. Und dass hier irgendein Trailer drauf für irgendwas Asiatisches. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu creepy. Ich habe mir den ehrlich gesagt bisher noch nicht angeschaut. Komm hier. Kann man natürlich jetzt noch lauter machen. Ja, theoretisch kann man sich dann halt hier Videos anschauen. Qualität ist okay, muss ich sagen, was auch die Auflösung des Displays angeht. Und sieht aus wie ein Typ. Ist wahrscheinlich auch einer. Was steht da? Chopsticks Bro. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Da ist jetzt auch noch ein Trailer für uralten Need for Speed-Teil mit drauf. Ich glaube, Tokyo Drift. Aber den zeige ich euch nicht, sonst wird es wahrscheinlich hier wieder gesperrt. Alter, das ist ja übelst Psycho. Die Asiaten machen so einen Psycho-Kram. Gut, ignorieren wir dieses, also ignorieren wir einfach diesen Psycho-Kram. Das ist, also, naja, auf jeden Fall kann man halt ja Videos abspielen, sich Fotos angucken und Musik anhören. Haben ja auch einen Klinkenausgang. Bluetooth hat das Teil ja, so viel ich weiß nicht. Da könnten wir sozusagen, auch wenn wir lustig sind, eine Musik drauf machen und das dann über Kopfhörer hören. Aber in der Regel hat man dafür eh ein Smartphone dabei. Kommen wir zu dem interessanten Teil, nämlich Games. Und hier sind ein paar richtige Klassiker dabei. Die sind alle abgekürzt. Ich weiß, das ist Street Fighter 2. Das ist The King of Fighters. Samurai kenne ich nicht. Pro Gear. Hab ich es auch noch nicht gesehen. Dino. Final Fight. Punisher. Fatal Fury. WoF. Weiß ich gerade nicht. Und Metal Slug. Wir gehen jetzt einfach mal so ein paar Games einfach mal durch, dass ihr auch seht, wie gut die laufen. Weil es gibt Konsolen, da sind auch ein Haufen wirklich guter Spiele drauf. Aber die laufen dann nicht flüssig, weil die Hardware das nicht, das finde ich auch so geil. Lizenziert durch Nintendo, nicht wahr? Also ob das hier alles wirklich, ich kann ja nicht sagen, wie es läuft, da sind Emulatoren drauf. Und das sind dann einfach die ROMs halt, die man aus dem Netz in der Regel so runterladen kann. Inwiefern man hier noch die Grenzen der Legalität einhält, das ist natürlich dann die Frage. Oh, ich sag euch so, wie es ist. Metal Slug ist einfach das, oder die Metal Slug Serie, das sind ja mehrere Spiele, das Code Game. Metal Slug 4 war ich damals Halbgott, genau gesagt, ich und mein Bruder, wir waren Halbgötter. Wir haben Rekord, sogar vielleicht sogar einen Weltrekord aufgestellt. Sterbt, obwohl, jetzt habe ich ein Maschinengewehr verpasst. Diese Schweine. So, und dann einfach Escape und auf Rücktritt. Also wie gesagt, die Übersetzung, die ist hier teilweise echt mäßig. Und das Krasse ist, hier sind die Games, also zum Beispiel Street Fighter 2, das ist die Arcade-Version. Kurz die Automaten-Version. Das ist aber krass, da kommen irgendwelche Warnings. This game is for use in all countries, excluding United States of America, Canada, Mexiko und Japan.
Also das Spiel ist nicht für diese Länder gedacht irgendwie. Warum auch immer. Und hier steht auch Insert Coin jetzt. Und im Übrigen, um hier weiterzukommen, ihr müsst Select drücken. Also immer wenn ein Spiel kommt, wo steht Insert Coin, muss man mit, kommt man nur mit Select weiter. Nicht wie üblich mit Start. Echt krass. Das ist echt die Automatenversion. Man sieht auch, dass hier total wenig Spieler noch zur Verfügung sind, weil das eines der ersten Street Fighter-Teile überhaupt war, zumindest so viel ich weiß. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Und da sind wirklich noch die alten Sounds, die alten Grafiken. Also es ist schon krass. Stirb, Dalsim. Dieser kleine... Oh, jetzt der kleine Bastard. Nein! Ah, der Bot ignoriert das zum Glück. Also es ist schon ziemlich oldschool hier. Der Klassiker Super Mario Brothers ist auch drauf. Und da gibt es hier noch einen Oberbegriff. Nämlich 3D Arcade Games. Das sind jetzt halt Arcade Games, nicht wahr? Und da kommen jetzt auch richtige Listen. Das waren sozusagen gerade sowas wie Ordner gewesen. Und da sind halt auch einige Games dabei. Da weiß man überhaupt nicht, was es ist, weil einfach mal die Bezeichnung chinesisch ist. Das heißt, ihr müsst es einfach ausprobieren und merkt ihr dann, welches unterstützbares D. Okay, das habe ich bisher noch nicht gehabt, muss ich zugeben. Wir nehmen jetzt mal irgendwas anderes. Das ist offensichtlich ein Gameboy-Spiel. Das merken wir auch mal in den Endungen. GBA. Das ist ja ein Gameboy-Game. Ich bin jetzt genauso aufgeregt wie ihr. Funimation Productions Limited. Okay. Ist das was Bekanntes? Dragon Balls. Ach so, das ist jetzt Dragon Ball. Dragon Ball GT schon. Uhu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber a grand problem. Aber nur das allererste Dragon Ball, wo da halt noch ein kleiner Stift ist. Das brauche ich geil. Ich kann hier die Brightness erhöhen mit B. Okay. Ey, das ist, glaube ich, gar kein Spiel. Wie krass ist das denn? Das ist in englischer Sprache. Ist das jetzt die Serie? Ich kann mir jetzt Chapter 1 angucken, The Grand Problem. Haha, ist ja geil. Deshalb kann ich mit B die Brightness regeln. Das ist eine Art Player. Aber auf einer Konsole. Übelst krass. Naja, müsst halt auf Englisch auch. Ich muss sagen, die Qualität ist echt mäßig. Also die Soundqualität. Auch die Bildqualität sei ein bisschen pixelig. Und das scheint irgendwie auf Konsole zu basieren. Okay, habe ich noch nie mitbekommen. Also noch nie was von gehört. Genau das gleiche. Warning. Du darfst das Spiel überall benutzen, nur nicht in Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Mexiko und Japan. Wird schon Gründe haben. Wir nehmen Captain Commando. Captain Commando? Ninja Commando. Ah ja, das ist so Sidescroller beaten up. Na, ja, stirb. Wie geil, man kann ja auch Umgebungssachen kaputt machen. Also das, also die Physics hier, die sind schon der Hammer. Wie die aus den Kanaldeckel rauskommen, super geil. Aber ich muss sagen, also hier sind auf jeden Fall schon die besseren Games drauf. Weil ich hatte ja auch schon Konsolen vorgestellt, das waren da so Games aus C64-Zeiten. Ey, hier, der hat einen Roboter. Ich kann in den Roboter rein. Ja, wie geil ist das bitte? Kann ich schießen? Nee, ich kann immer noch zuschlagen. Aber hier, man kann alles kaputt machen. Das sind natürlich, weil die Klassiker ist echt immer so ein Hühnchen, ja, als Hit für Hitpoints. Also solche Spiele haben vor allem eine richtige Story, ne? Leute, ich kann auch werfen. Kann ich auch angreifen? Jetzt haben die den wieder zurück in den Roboter. Ist es ja kaputt. Na super. Give me that gun. Uiuiui, jetzt kann ich ihn abknallen. Oh, nein, die Waffe blinkert. Das bedeutet immer, wenn die Waffe blinkert, dann ist sie bald weg. Der ist aber zäh, muss ich sagen, ihr Kollege. Sterbt alle. Ich bin nie wieder Overwatch. Oh, jetzt hat er so einen kleinen Raketenwerfer und ich bin sofort tot. Was geht bei denen ab? Give me that... Bäm, Junge! Oh, es ruckelt richtig. Yeah, besiegt. Dank meines Raketenwerfers. Ach, das war ein Raketenwerfer. Das war das Teil, was vorhin da rumlag. Und ich habe diese komische Maschine bestiegen. Schön. Also ist auf jeden Fall auch ein übles Partygame. Da kann man sich auch nochmal stundenlang kann man sich damit bespaßen, wenn man nichts zu tun hat. Also Contra, denke ich mal, muss ich nicht groß zeigen. Contra ist ja auch einer der Klassiker hier in Deutschland unter Robocop bekannt. Das Spiel ist eigentlich aber auch übles geil. Vielleicht läuft da die Zeit ab.
Das konnte man, glaube ich, auch zu zweit spielen. Es gibt ja drei Charaktere, die sind ja tatsächlich unterschiedlich in ihren Moves. Aber eins haben die Spiele gemeinsam, die sind meistens recht schwer. Also am Anfang vielleicht noch nicht, aber später auf jeden Fall. Oh, diese... Sterbt alle zusammen! Yeah! Ach, du grüne Neune. Ich glaube irgendwie nicht, dass das die Smartphone-Version ist. Ich frage mich manchmal, wie lange gibt es eigentlich schon Angry Birds? Ah. Oh. Ja, das ist eindeutig nicht die Smartphone-Version. Hui! Aber macht auch Laune. Boing. Oh, was für Physics. Da hat sich ja gar nichts bewegt. F1, FC, Juju. Plants vs. Zombies. Okay, wie lange gibt's das schon? Ah, also, wie ihr seht, hier muss man viel ausprobieren. Weil hier steht auf 34 von 100. 1942, 43, 44, 45, 1991. Meine Güte. Was zum Geier? Imperial of Nisaritia. Irgendwas in der Richtung. Password Input würde mich ver. Supergeil! Jetzt soll ich wieder ein Passwort eingeben. Oh, hier sind noch mehr Ordner und Unterordner. Also, es ist echt übelst viel. Ich habe keinen Plan, was das ist. Ich kann kein Chinesisch. Oder Japanisch. Okay, es scheint irgendwas Pokémon-mäßiges zu sein. Ich habe echt keinen Plan, was genau. Also ich meine, vielleicht... Ich habe ja von Pokémon allgemein nicht viel Ahnung. Falls einer ja weiß, was das hier für ein Pokémon-Spiel ist, dann kann er das unten in die Kommentare schreiben. Wir wissen ja auch schon mal Bescheid. Also offensichtlich gibt es ja auch irgendwie auch was von Pokémon. Ich denke, ich soll eine Art Autokrat sein. Ja, tatsächlich, ich wollte ein Auto. Jo, eindeutig... Ein Pokémon-Spiel. Egal, was es ist der vierte Teil. Von Capcom schon mal. Also, ich meine, Capcom hat einen Haufen geiler Spiele gemacht. Ach, klar. Wir nehmen einfach Voreinstellungen, da kann ich nicht viel verkehrt machen. Sieht das wie Mega Man. Ach, Mega Man habe ich hier übrigens auch drauf gefunden. Kleine Cinematic. Filmsequenz. Sehen aus wie Anime-Russen irgendwie. Ah, ich denke mal, das sind die Bösen. Und das ist der Gute. Also entweder ist das Mega Man oder es ist ein Mega Man-Verschnitt. Was hat der denn für eine Gun? Sieht aus wie eine kleine Uzi. Oh, die sind aber zäh. Kann ich noch irgendwas anderes? Oh, ich kann nach vorne dashen. Lol. Naja, die Gegner kommen ja alle wieder. Ey, aber das Spiel macht irgendwie Laune. Kann ich die auch umdashen? Nee. Ey, das Spiel macht echt Laune. Ich habe echt keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ich muss sagen, das habe ich auch noch nie gezockt. Aber es ist offensichtlich halt ein ganz normales Beat'em Up. Na, der hat jetzt natürlich schon übelst die Moves drauf. Der Bot hier. Ich weiß nicht mal, wie man blockt. Ah, der macht jetzt voll die fetten Übermoves. Ah ja, hier kann ich auch latschen. Stirb! Und bisher sterbe nur ich. Noch lebe ich. Nein! Oh, was geht denn? Schnell, Flucht. Der hat mich voll fatschen gemacht. Ah, Neo Geo Games sind übrigens auch drauf. Ich meine, Neo Geo sind eine echte Seltenheit. Und hier, auch hier wieder ein Card Game, also ein... Geht das schon los? Oh, auch so ein Prügelspiel. Neo Geo Prügelspiel. Kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, sieht aus wie ein Beat'em Up. Ja, ist auch ein Beat'em Up. Aber auf Samurai halt, so Basis. Na, geil gezeichnet, muss ich sagen. Ich bin übrigens der Gute, ich bin der im Weiß. Und der andere ist der Blaue. Was ist das? Victory! 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 Und ich kann euch hier noch ein paar Spiele vorlesen. Wir haben Pro Gear noch drauf. Wir haben Fatal Fury 2. Wir haben Punisher. Und Final Fight. Dino, das war ein komisches, das ist auch so ein Side-Scroller-Game. WoF
Das interessiert mich jetzt nochmal ganz spontan. Also ich muss sagen, mit der Konsole, man kann schon ziemlich drauf hängen bleiben. Es gibt so viele Spiele und es sind wirklich viele Klassiker dabei. Und vor allem, auch wenn man die nicht kennt, aber es sind auch sehr viele halt gute Spiele dabei. Warriors of Fate. Na, das klingt doch vielversprechend. Auch wieder ein Automatenspiel, sieht man hier, Insert Coin. Und, oh, der Sound ist ja ein bisschen nervig. Oh, wie schnell der angeflitzt kam. Oh, auf Englisch diesmal. Ah, jetzt kann ich mir einfach den aussuchen. Ah, das ist auch wieder ein Sidescroller. Oh, Leute, ich hab ein Pferd. Wie geil. Ah, da macht er den übelsten Move, wenn ich das mache. Ah, ist ja geil. Kann ich auch normal angreifen? Ja. Super geil. Teenage Mutant. Also irgendein Turtles-Teil ist dabei. Und hier Tekken, ich hab's gefunden, Tekken Advanced. Hat es doch jetzt gelohnt, jetzt nochmal zu schauen? Ja, ne, es ist verpixelt, aber es ist trotzdem, es ist einfach mal das, der Tekken-Teil. Ja, die Marsch halt voll fertig. Die Marsch halt voll fertig. Oh, also hier Tekken auch drauf und auch wenn es ein bisschen andere Version ist als von jetzt, was man jetzt von der PlayStation kennt, macht halt auch Spaß auf jeden Fall. Gut, ich merke gerade, wie ich jetzt dabei bin, übelst Tekken zu zocken. Das war jetzt eigentlich nicht Sinnsache. Hier sehen wir jetzt noch mehr Unsquad, Turfmaster, Top Hunter, keine Ahnung, was alles für Games sind. Es ist so viel drauf, vor allem viel mehr. Man muss unbedingt hier den Browser verwenden. Es sind auf jeden Fall viel mehr als was man jetzt hier auf dem Desktop sieht. Das sind sozusagen nur so die Highlight-Games. Hier Dragon Ball ist auch noch dabei. Free Wonders, keine Ahnung. Ich kann euch jetzt nicht alles zeigen, es würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Aber hier ist wirklich eine sehr breite Auswahl an Games dabei. Es läuft alles flüssig. Es sind sehr viele Klassiker dabei. Vor allem so von PlayStation, von Neo Geo, von NES und Game Boy Advance. Ja, ihr habt sogar gesehen, irgendein Pokémon-Teil war auch irgendwie dabei. Man muss jetzt sich sehr viel durchtesten durch die ganzen Games. Vor allem, weil viele, viele, viele nur auf Japanisch, vermutlich auch Chinesisch beschriftet sind. Ich weiß nicht genau, woher die Konsole kommt. Ich habe es ja von Funnyroot bekommen und ich kann euch mal den Laden verlinken. Ich weiß nicht, ob die das wieder auffüllen. Ich finde es irgendwie ein bisschen sinnlos, dass mir das zuschicken und danach auch direkt abverkaufen. Aber vielleicht finde ich es noch woanders. Und mit 44€ ja auch schon ein bisschen teurer. Die X5 weiß nicht genau, was die gekostet hat, der war günstiger. Aber ich finde das Ding echt geil, muss ich sagen. Das Display geht voll in Ordnung, ist ein TN-Panel, ist nicht so ganz blickwinkelstabil. Aber so gut blickwinkelstabil, dass es zum Zocken definitiv ausreicht. Ohne, dass man jetzt immer nicht weiß, wie man das Ding halten muss. Farbwiedergabe finde ich okay, man kann sogar Videos anschauen. Die Kamera ist defekt, aber ganz ehrlich, die braucht man auch nicht. Das D-Pad und auch die anderen Tasten, die sind ganz vernünftig gemacht, reicht, um vernünftig zu zocken. Und die Geschwindigkeit passt eben auch. Also auch die Tonwiedergabe, die ist auch ganz vernünftig. Es scheinen ja auch wirklich zwei Lautsprecher zu sein. Und von der Lautstärke okay und auch von der Soundwiedergabe. Ich meine, man braucht ja, das sind jetzt nicht die hochwertigsten Sounds, das sind alte Spiele, ja, ist ja klar. Also insgesamt muss ich sagen, ist echt ein Partyteil, definitiv. Aber die werden immer besser, die werden auf jeden Fall immer besser. Auch von der Haptik ist es total leicht. Kann man einfach wieder aufladen über USB. Und man kann sich auch noch auf einen kleinen Fernseher oder sowas anschließen über TV-Out. Ja, kann man das dann auch über einen größeren Bildschirm halt zocken. Finde ich echt schön, echt geil, muss ich sagen. Die werden immer besser. Schön, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier von der kleinen Konsole. Ist ein lustiges Teil. Schaut einfach unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke, was das Zeug hält. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bzw. den Katzen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal der Katzen. Kommt auf moshos.de, gerade jetzt, wo ihr Gebers den 11.11. gestartet hat. Dann findet ihr immer wieder interessante Angebote zu Technik. Vor allem auch zu Smartphones, Tablets und Smartwatches. Was ich eben so finde, was gerade günstig ist. Oder wenn ich Gutscheincodes bekomme, einfach auf moshos.de, und das ist auf der Hauptseite immer schon alle Angebote hintereinander weg aufgelistet. Ihr könnt euch auch im Forum melden. Ich verlose nämlich gerade selber zwei Smartphones, ein Gigaset GS100 und ein Meizu S6. Beides echt prima Geräte. Findet ihr auch eine direkte Verlinkung unten in der Videobeschreibung unter Giveaways. Könnt euch im Forum anmelden und einfach dann reinschreiben das entsprechende Thema, das ihr mitmachen wollt, schon seid ihr im Lostopf. Gebt mir bzw. den Katzen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.